Also wir sind gerade von dem Palais Bellevue gekommen, wo auch eine Arbeit von ihr zu sehen ist, eine Videoarbeit, die hieß Schatten, also El Sombre, glaube ich. Und da rennt sie weg von, also ein Film, wo sie wegrennt von einem Panzer in einem Setting, das schon eher an unsere westlichen Wälder oder erinnert und von einem großen Panzer verfolgt wird. Und das finde ich jetzt hier ganz interessant, weil sie jetzt ja hier auch wieder als Subjekt erscheint, aber eben nicht wegrennt, sondern sich der Gewalt stellt und wir selber dazu aufgefordert werden, sie zu betrachten, zu observieren. Und das finde ich schon also einen sehr heftigen Moment. Ich habe mich nicht getraut, also ich weiß nicht, ob ich von Trauen sprechen kann, aber ich wollte nicht abziehen, die am Gewehr, die, wie sagt man denn, die, ich wollte nicht abdrücken. Ich fand allein schon heftig, durch das Fadenkreuz zu schauen, also ihr Herz, ihr Kopf, ihre Augen damit abzutasten. Das hat mich sehr heftig, also emotional berührt. Ich fand auch den alleinigen Augenkontakt auch schwer auszuhalten, irgendwie zum Beispiel. Trotzdem finde ich irgendwie, es ist halt so sehr inszeniert. Also, es hat mich auch so an Abramowitsch oder so erinnert. Also, so dieses, man ist sich nicht wirklich ein Gegenüber. So. I thought it was extremely powerful. I'm afraid of guns, so I didn't want to participate. But then when I did it, you know, you kind of get your courage up and you did it. And then just to see the woman who's inside there, her vulnerability, it was just really quite powerful and intense. It made me want to actually go inside. But then I looked and I thought that maybe because that was the artist that you weren't supposed to do it then. I thought it was extremely powerful. Mm-hmm.